Hallo und willkommen zu einem neuen Fimo-Video. Wir machen heute japanische Koi-Karpfen und wenn ihr sehen wollt, wie das gemacht wird, dann bleibt einfach dran. Nächste Woche kommt dann das Fimo-Video mit dem Buchstaben K. Also schreibt ordentlich Tiere mit K in die Kommentare. Bitte kein Kaninchen, weil das habe ich letztes Mal gemacht. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Zuerst brauchen wir eine Fimo-Kugel, die forme ich zu so einem langen Tropfen und ich habe mir die Farbe Transluzent Weiß ausgesucht. Also ja, das ist nicht ganz transparent, aber es ist so ein ganz kleines bisschen durchscheinend und ich mag die Farbe sehr, sehr gern, das seht ihr dann später. Nach dem Backen hat es einen ganz tollen Effekt. Und wenn ihr dann diesen Tropfen habt, könnt ihr mit der Schwanzflosse beginnen. Dafür habe ich zwei gleich große Kügelchen genommen und habe die ungefähr gleich auch wieder tropfenförmig geformt. Dann kommen die hinten an diese dünne Spitze und das verblende ich dann wieder mit meinem Dotting-Tool, damit das Ganze besser hält und ein bisschen stabiler ist, damit es nicht gleich abbricht. Lasst euch bei der Form und beim Aussehen einfach mal bei Google von Bildern inspirieren. Also Schwanzflossen könnt ihr natürlich ganz individuell gestalten und formen, wie ihr das möchtet. Und dann habe ich die Schwanzflosse noch ein bisschen strukturiert. Noch ein bisschen geplättet. Mit einer Nadel habe ich das dann auch noch mal so ein bisschen, ja, mit Rillen versehen. Und als nächstes kommen dann die vorderen Flossen. Auch wieder eigentlich genau das gleiche. Kügelchen, ein bisschen platt drücken. Dann habe ich die wieder ein bisschen tropfenförmig geformt. Und dann kommen die einfach unten an den Bauch ran und werden auch wieder miteinander mit dem Körper verblendet. Ihr könnt die Koi-Karpfen natürlich auch direkt mit verschiedenen Fimo-Farben machen, indem ihr, keine Ahnung, verschiedene Fimo-Farben direkt miteinander mischt und daraus dann eben den Körper und die Flossen und so weiter formt. Aber ich habe mir eben gedacht, dass ich das später gerne anmalen möchte. Hier kommen nochmal Flossen dran und zwar kommen die hinten bei der Schwanzflosse vorne dran. Also hier seht ihr es. Die sind ein bisschen kleiner als die vorderen Flossen. Ja, und wie gesagt, ihr könnt dann jetzt zum Beispiel auch die Flecken und so weiter, könnt ihr mit Fimo machen. Dann müsst ihr einfach nur Fimo ganz, ganz dünn ausrollen in verschiedenen Farben und dann einfach draufdrücken. Aber mir gefällt der Effekt nicht ganz so gut. Ich male das lieber an. Hier habe ich diese Rückenflosse noch gemacht. Die war mir dann aber ein bisschen zu lang, deswegen habe ich sie nochmal gekürzt. Oben auf den Rücken gedrückt. Und dann habe ich das ganz, ganz vorsichtig mit dem Körper wieder verblendet, indem ich meine Finger und mein Dotting-Tool zu Hilfe genommen habe. Nach dem Backen seht ihr den Effekt hier. Es ist so ein ganz bisschen milchig eher. Dann habe ich die Augen aufgemalt und habe ganz wild irgendwelche Flecken drauf gemalt in Schwarz und dann später auch nochmal in Orange. Und ja, mir gefällt das total gut und ich finde auch, dass das sehr, sehr gut für Anfänger geeignet ist, um sich eben mal auszuprobieren, um ein bisschen zu malen und ja, ein bisschen Verblenden auch zu üben. Und mir hat das so viel Spaß gemacht, dass ich noch 5 andere Fische gemacht habe, weil ich die einfach, ja, richtig, richtig schön finde. Ich mag den Effekt von diesem Transluzent eben sehr, sehr gern. Damit die Acrylfarbe besser hält, habe ich das natürlich lackiert. Ich habe das in 2 Schichten lackiert. Mit dem ganz normalen Fimo Glanzlack. Ihr könnt auch den matten Lack nehmen, wenn ihr wollt. Und hier seht ihr meine ganzen Koi-Karpfen. Ich finde die richtig, richtig cool. Der liebste ist, glaube ich, mein liebster ist der ganz oben. Und ja, könnt mir ja mal schreiben, welcher euch am besten gefällt. Und wenn ihr das nachmacht, könnt ihr mich gerne verlinken auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Nitzwelt. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und vergesst nicht, ein Tier mit K in die Kommentare zu schreiben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!